Weil auf meinem Computer sehe ich den Stream ziemlich flüssig. Also, ich meine, es könnte sein, dass der ein paar Sekunden mal irgendwie hakt, aber das sollte nicht zu nervig sein, hoffentlich. Na gut, neue Fähigkeit, Spark. Okay. Gut. In die Höhle. Wupp. Gut, diese Kanonen wieder, ey. Okay. Ja, ist ja nicht schlimm, dass du fragst. Ist eh gut, wenn ich hier Feedback bekomme über mein Internet, weil muss schon wissen, ob das alles läuft oder so. Okay, da. Das ist nix. Da unten ist. What the hell war das? Wie geil! Wie geil! Oh Gott, die Musik, die ist mega derpy. Aber ich mag sie! Und wir bekommen hier Schwert. Okay. Also Schwert ist mir immer recht. Dann nochmal hochslashen, um Kirschen zu bekommen. So, der ist dann. Ja, ich muss echt sagen, jemand, der Blitze kacken kann, der ist echt der härteste. Ich sage ja, Kirby ist Männlichkeit pur. Okay. Geh runter. Oh yeah! Zum Glück kann mich das nicht einquetschen. Feuer! Okay, in die Tür. So. Oh, da war Beam. Okay, nämlich Beam. Warum gibt man mir Feuer, wenn ich dann eh gleich Beam habe? Na gut. So. Ja, Kirby, ich muss zugeben, Kirby ist echt härter als die, die es Günther zählen können, obwohl das echt harte Typen sind. Aber ernsthaft, das ist viel zu hart, bis Günther zählt. Das ist echt krass, muss ich echt sagen. Ich meine, ich habe echt Respekt vor den Leuten, die bis Günther zählen können, aber ich wette, Kirby kann bis Heinrich zählen. So hart ist der. Und ihr wisst, wie weit Heinrich weg ist. Ich liebe diesen Move in der Luft. Diesen runterregen Move, der ist nice. Habe ich schon den Superstar gemacht. Okay. Bam. Ja, da lasse ich mich jetzt einfach hitten und hol die Sterne. Das ist eine interessante These. Ich wüsste echt nicht, wie gut Kirby blasen könnte. Ach, mach dich nicht nieder, Melone ist schon ziemlich gut. Ich kenne Leute, die können nicht mal bis Melone zählen, das sind. Und die sind schon richtig nice. Aber ernsthaft. Melone ist schon ein richtig gutes Ziel. Aber da kann man. Das kann man auch verbessern, ja? Nicht aufgeben. Irgendwann schaffst du es echt bis Kartoffel, das wird dann nice. Okay. Bam. I got the key! Of Power and Wisdom. Und für das Zahnrad. Oh Gott, was kommt vor Melone? Ich glaube. Warte mal, was kommt vor Melone? Ich glaube, vor Melone kommt. Ich glaube, vor Melone kommt Elektrofisch. Müsste ich. Hi, Kopai! Ich bin ein netter Senpai, ich notice wenigstens die Kopais. Aber es gibt Senpais, die noticen nicht mal ihre Kopais. Das sind die miesen Senpais, ernsthaft. Na gut. Stage 3 abgeschlossen. Oh je. Yeah. Okay, ich glaube in Stage 4 werden wir mit noch einer Ultrafähigkeit vertraut gemacht. Ja. Ah, die Musik ist auch nett. Warte mal. Ach Mann! Da gibt's keinen Mix! Mann! Ich wollte Mix haben! Nee. Schade. Da will man mal Mix haben und dann gibt's es nicht. Naja. Yay, Zahnrad! Alright.
Oh, Spark. Oder wie ich es eigentlich nenne, Plasma. Für mich ist es Plasma. Gepaart mit was anderem. Und zwar mit Tod anscheinend. Ja, ich will die Waddle Dee Fähigkeit. Das ist die beste Fähigkeit. Hey. Na. Spinne mit Elektrizität töten. Ja, ich bin echt hart. Das war anstrengend. Und dann, ich weiß nicht, was da nicht gefahren ist. Ich glaube, das war so ein bisschen cooles Game Team. Okay. Yay. Trompetenpower! Die magische Trompetenmuschel anscheinend. Oder Missmuschel. Wohl eher Missmuschel, würde ich sagen, weil. Das ist eine gute Frage, was Körper eigentlich nicht kann. Ich meine, ich vergleiche ihn immer mit einer Stammzelle. Er kann alles sein. Kirby ist einfach eine einzige Stammzelle. Die ultimative der Stammzellen, würde ich sagen. Warte, ich brauch den noch. Weil die rennen jetzt gleich da raus und dann hitte ich die gleich so. Oh yeah! Ultimative Kill! Bam. Okay, jetzt weg mit der Trompete. Und der zweite Zahnrad. Oh yeah. Jetzt da hoch und... Gut, Essen und Stern. Okay, weg mit der Fähigkeit, weil jetzt kommt! Monsterflamme! Kill it with fire! Oh yeah. Gott. Ich liebe die Monsterflamme, die ist so... heiß. Ich hätte cool gesagt, aber gut. Kill it all with fire! Oh yeah. Ah. Okay, das geht nicht so. Ich meine, diese Ultra-Fähigkeiten-Sections sind aber nur da, um Spaß zu haben. Gegen Bosse werden die eh nicht verwendet. Also von dem her sind das nur so Spaß-Sections. Muss auch mal sein. Ja, schon so, voller Pyromane einfach. Waddle Dee! Wurde getötet. Und run! One up! Und jetzt! Der größte Baum wird zerstört! How the fuck does that work? Wie? Wie bleibt das da oben stehen? Mann. Okay, Wand ist back. Mit den Spinnen sollte man sich noch nicht beschäftigen. Einfach vorbeirennen und... Ist das so geil? Ich bin geil! Okay. Jetzt einfach mit dem Stern mitrennen. Der zerstört alles vor uns. Das ist nice. Kirby ist männlich. Das weiß ich. Okay. Also ich gehe davon aus, dass Kirby männlich ist, weil der trägt keine Art von weiblichen Accessoires oder so. Also würde ich meine These ist, Kirby ist männlich, aber er könnte auch ein S sein. Naja. Wählt eine Fähigkeit aus für mich. Ihr könnt mich challengen oder nicht. Ich meine, ich bin mit allen gut, aber gut. Bis dahin saugt Kirby. Wildweise.
blau. Na gut, nehme ich Spark. Das ist zwar irgendwie eher türkis, aber gut. Sphere Doomer! Ich würde sagen, er ist gedoomt. Oh Gott. Ja, stimmt, den Donnerpups könnte ich machen. Einfach hier bleiben und campen. Naja, der Donnerpups ist nicht so effektiv gegen den da. Aber gut. Zwei Zahnräder auf einmal! Oh yeah. Maxi-Tomilte. Nice. Okay. Und wir sind in der Realität zurückgekehrt. Und der Baum steht noch immer. Ich bin... Der raucht noch? Wie lange war ich weg, dass der noch immer raucht? Krass. Krasser Baum. Okay. Schaffe ich's oder schaffe ich's nicht? Yay, 10 Sterne. Ja, wenn sie brennen, rauchen sie die Bäume, das ist klar. Und wo wir gerade von Bäumen sprechen... Erster Boss! Und wie könnte es anders sein, als in jedem anderen Kirby-Spiel? In jedem Kirby-Spiel ist der erste Boss irgendeine Form vom guten Wispy Woods. Und Baum und Feuer mischen sich nicht, deswegen nehme ich Feuer. Ja. Besseren Grund gibt's nicht. There he is! Ja, beste Überleitung, würde ich sagen. Okay. Ich werde ihn einfach mal mit meinem ultimativen Feuerangriff erstmal zur zweiten Phase locken. Weil jetzt ist er in der zweiten Phase. Dann will er ihn einsaugen, aber ich zerstöre ihn dabei da oben, während er saugt, und dann mache ich wieder meinen Backfire-Ding. Oder ich mache Kirby Side Special. Okay, das war's mit ihm. Oh Mann. Keine Chance, ernsthaft. Null. Aber gut, wir haben einen Teil des Schiffs zurückbekommen. Okay, jetzt bringen wir das Ding zurück. Was auch immer das ist. Schaut aus wie Ruder. Könnte Ruder sein. Würde ich mal schätzen. Sind sicher auch Ruder. Ja, yeah. Jetzt kann es rudern! Und das bringt uns... was? Genau? Also jetzt, ich meine, jetzt kann es rudern. Jetzt können wir uns ein Eis packen anscheinend. You did it, Kirby! My ship has its oars back! Thank you so much! I'm counting on you to find the other missing parts! Keep up with the good work! And don't forget to keep an eye out for all those energy spears! If you collect enough the broken doors, we will my ship will activate! There are two really awesome games you can play with your friends! Not to mention copy ability rooms with your kind of copy abilities required! And there are several challenge stages that will play as your skills! If you find enough energy space, we activate the doors with your prize! Someone will give me a single and be sure to grab it! Wow, you've already found 14 energy spheres! Way to go, Kirby! You've reactivated a third world challenge spear! And so we're the road to the right! Way to give it a try! Ja, so glaube ich, hört sich Magala an. Aber was weiß ich schon. Ja, die Schwert-Challenge steht uns schon offen. Das heißt, jetzt können wir schwerten. Es gibt eine Kirby-Challenge, okay. Ich glaube, ich mache einfach mal die... ja. Ich mache einfach mal die Schwert-Challenge. So schwer kann es ja nicht sein. Obwohl... ja, ich weiß. 3, 2, 1... Go! Also ich ziele jetzt auf einen Goldrang hier. Aber was weiß ich schon.
das cutten, dann hier sind zwei, dann da. Dann geht es da hoch und auf eine Secret Area. Los geht's! So. Jetzt den cutten, da kriege ich noch zwei Münzen. Dann auf den drauf springen. Die Münze muss ich mitnehmen, weil Münzenbonus und so. Muss sein. Bam! Scheiße. Ich glaube, den. Ich schätze mal, den Goldrang kann ich mir abschminken, aber hey. Ich habe jetzt nicht so ein großes Problem, dass ich jetzt nicht den Gold trinke. Ich will einfach mal zeigen. Ich hätte aber auf den Gold geaimt. Das war dumm. Mann, habe ich heute einen scheiß Run. Bam. Ich habe heute einen Brain Lag anscheinend. Blab. So. Jetzt da rein. Und wuhu! Okay. Jetzt da runter. Die beiden töten. Nochmal runter. Das zerstören. Eine Minute left, oh Gott. Okay. Okay. Ich habe zwei Münzen vergessen, das ist jetzt egal. Gold! Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Nice. Muss ich sagen. 1000 Punkte hätte ich verloren. Na gut, dann. Yay. What up? Okay. Nee, da habe ich noch nicht genug. Na, geh da hoch, Kirby. Was hast du zu sagen? Hey, Kirby! I'm stuck a bit better now, and the air is a fucking place, eh? It's been fucking up my energy spheres! That's what I'm missing for, that's the end of the duck down! The black wind and the fiend emblem! And the mast! I'm just finding enough energy spheres, all the tools and I must reactivate! I've got some really cool games of soldiers! I'll get back with you if I score, I'll even give you prize! So keep going for those new records! Wenn du meinst. Tja. Wir haben Level. Eigentlich Welt 2, aber es heißt Level. Oder heißt. Ja, heißt Level. Raisin Ruins. Jetzt ist die Frage: Wollt ihr noch mehr Kirby sehen oder soll ich auf ein anderes Game switchen? Ich muss nur wissen, weil. Ich bin da ziemlich flexibel. Bis dahin geht Kirby kurz mal schwimmen. Ja, das ist so cute.